In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Schritt für Schritt so ein Ohr hier malen kannst. Ich möchte dir zeigen, welche Stifte und Werkzeuge ich verwende, um diesen realistischen Effekt zu erzeugen. Viel Spaß! Falls du neu bist auf meinem Kanal, ich bin Simon Gilmeister, professioneller Künstler und Unternehmer. Und ich möchte dir in meinen Videos zeigen, wie du selbst kreativer werden kannst, wie du das Zeichnen lernst, wie du das Malen lernst und wie du selbst auch einen kreativen und freien Lebensstil führen kannst. Wenn dich das interessiert, abonniere jetzt am besten gleich den Kanal, damit du keine Videos verpasst. Also lass uns loslegen. So, du siehst, wie ich ganz schnell mit dem feinen 4H-Bleistift diese Linien um das Ohr vorzeichne. Im nächsten Schritt nehme ich dann auch schon direkt dunklere Stifte und springe nochmal so ein bisschen hin und her und arbeite einfach an der Form. Ich mache hier nicht mal irgendwie ganz genau vorsichtige Linien, sondern ich male das wirklich freihand sehr schnell, habe dann mehrere Linien und kann dann durch das Schattieren und Radieren die Linien in die richtige Form bringen. Wie du hier im Anschluss gesehen hast, habe ich dann auch gleich mein Kohlestift gezückt und habe diese sehr dunklen Bereiche dargestellt, aus denen ich jetzt mit dem Pinsel so ein bisschen die Schattierung rausziehe. Du kennst es vielleicht von mir schon, dass ich eigentlich immer in den dunklen Bereichen anfange, also abgesehen von dieser ganz feinen Vorzeichnung, aber wenn es wirklich ans Schattieren geht, schattiere ich nicht Stück für Stück immer dunkler, sondern genau andersrum, zuerst mit den ganz dunklen Kohlestiften in die dunklen Bereiche, hier jetzt zum Beispiel im Ohr, um da eben darzustellen schon mal die Form, um einfach schon mal einen Überblick über dieses Ohr zu bekommen, und dann arbeite ich Stück für Stück von diesen dunklen Bereichen aus immer weiter nach vorne. Ich bringe leichte Schattierungen ein und wische dann immer sehr oft mit dem Pinsel und mal wieder mit dem Kohlestift. So geht das Ganze öfter vor und zurück. Ich male also und verwische. Ich male und verwische. Und auf diese Art modelliere ich also wie so ein Stück Ton sozusagen mein Ohr langsam aus. Falls du richtig das Zeichnen lernen möchtest, möchte ich dir meinen 6-stündigen Zeichenkurs empfehlen, den du zusammen mit meinem kompletten Zeichenmäppchen erhältst. In diesem Zeichenkurs zeige ich dir von den Grundlagen bis zu sehr fortgeschrittenen Zeichnungen, was du alles wissen musst, um tolle Kunstwerke zu erschaffen. Wenn dich das interessiert, findest du den Link unten in der Beschreibung. Also, wir machen direkt weiter mit der Übung. Du siehst hier gerade, wie ich jetzt in den dunklen Bereichen noch dunkler gehe. Es ist also wirklich so, umso mehr von diesen Tönen du abdecken kannst, auf dieser ganzen Skala von ganz dunkel bis ganz hell, umso mehr Form kriegt dein ganzes Ohr. Es ist also wirklich sehr, sehr wichtig, dass du erkennst, wo sind die wirklich allerdunkelsten Bereiche. Du musst dir da so ein Blick aneignen, damit du wirklich erkennst, wo ist es wirklich dunkel und wo ist es ganz hell. Das ist eigentlich das, was du immer als allererstes machen solltest, wenn du eine Zeichnung anfängst. Und dann fängst du an, wie ich hier in den dunklen Bereichen mit dem Kohlestift oder mit einem sehr dunklen Bleistift zu malen. Diese anderen Bereiche außen kannst du dann mit einem sehr harten Bleistift schraffieren oder eben, wie ich es jetzt hier gerade in dieser schnellen Zeichnung mache, mit einem Ohrenstäbchen oder mit einem Pinsel. In dem Fall passt ja das Ohrenstäbchen sogar ganz gut rein. Okay, was jetzt kommt, das sind dann immer noch so Ausarbeitungen. Es ist nämlich oft so, dass man dann was verwischt und dann merkt man eben, okay, jetzt bin ich in den dunklen Bereichen wieder ein bisschen heller geworden durch das Verwischen, oder ich habe etwas wohin gewischt, wo ich es nicht so dunkel haben möchte. Und dabei gehe ich dann immer ganz gerne etwas von der Zeichnung weg. Ich stehe dann sogar öfter auf. Also wenn ich auf dem Tisch zeichne, wenn ich auf meiner Staffelei zeichne, gehe ich weiter weg und dann sehe ich immer noch, okay, guck mal, da hinten im Ohr, da ist es nochmal ein bisschen dunkler. Das sieht man manchmal nicht, wenn man direkt davor hockt. Dann gehe ich wieder ein bisschen weg. Und manchmal gehe ich sogar einfach mal ein paar Minuten ganz weg von dem Bild und komme wieder, und dann sieht man manchmal wie so durch Zauberei, okay, ich bin ja hier viel, viel zu hell noch an der ganzen Ohrmuschel oder in der Ohrmuschel, viel zu dunkel. Und das ist also auch ein wichtiger Tipp, dass man immer mal wieder ein bisschen Abstand von seiner Zeichnung nimmt
Und vor allem dann gegen Ende, weil da geht es jetzt wirklich um so kleine Details, wo ich jetzt zum Beispiel mit diesem geformten Radiergummi diese leichten Highlights und diese leichten Formen und Glanzstücke in dem Ohr nochmal ein bisschen anhebe und dadurch eben noch mehr von der Textur bekomme und aber auch noch mehr von der Form, also wie sich diese Ohrmuschel bildet. Also immer dran denken, dieses ganze Spiel aus sehr hell und sehr dunkel ergibt die Form. Man malt also beim Schattieren die Formen. Gegen Ende springe ich dann sehr viel hin und her. Ich benutze manchmal den knetbaren Radiergummi. Manchmal, wenn ich eine etwas härtere Spitze will, dann nehme ich zum Beispiel den Radiergummistift von Faber-Castell. Mit dem kann man die Farben sehr schön anheben. Und damit komme ich jetzt auch schon zum Ende und schließe die Zeichnung ab. Falls du noch Fragen oder sogar Anregungen hast, schreib jetzt bitte in die Kommentare. Ich freue mich über jede Nachricht.